So. Da bin ich wieder. Mit Valheim. Let's go. So. Weiter mit der guten alten Festung. Mal schauen, ob sie noch steht. Mal schauen, ob die gute alte Festung noch steht. Judith. Die gute alte Festung. Let's go. Let's fucking go. Da. Der Thron, jawoll. Thron steht noch, alles gut soweit. Passt. Was schneit es? Wunderschön. Jawohl, so stellt man sich das vor, oder? Da kommen doch direkt wieder Gefühle hoch. Jawohl. Sorry. So. Das ist der Eingang. Soll man den irgendwie aus Glas machen? So, wie geht's denn mit den Hühnern? Die haben nichts mehr zum Fressen. Ein Biester, die fressen auch, weiß Gott wie viel. Da werden wir erstmal eine kleine Runde zu unseren Außenposten machen. Aber vorher. Vorher wird da mal was weggeschnibbelt. Passt. Kurz und schmerzlos. So. Gehen wir mal rüber. Dann schauen wir mal, was wir da so haben. In erster Linie werden wir jetzt mal wieder abfarmen. Oh, wir haben genug Eier, das ist gut. Schön, schön, schön. Und zwar da drin. In erster Linie werden wir mal abfarmen. Okay, da brennt nichts. Ohne Feu ist hier nichts los. Holz. Holz. Ach ja, Samen. Rüben. Rüben haben wir noch einige, brauchen wir aber noch bei weitem mehr. Zwiebelsamen haben wir auch da, jawohl. Das mal wegklatschen. Dann würde ich sagen, dass wir noch ein paar Rüben ansetzen müssen. Hm. Ja. Also damit wir Rübensamen bekommen.
Guess. Nein, an der Wand. Ja, mehr ist gut. Die Dinger kann man sehr eng aneinander bauen. Da bin ich hier jedes Mal. Oh ja, kann man. Swivel. Karotz. Na, ein paar Rübensamen, dann haben wir das auch schon wieder. Ja, alles gesund.
Ich frage mich wirklich, ob der Gjal wir zu nahe kommen wird. Irgendwann mal. Er schwebt da irgendwo rum. Ich befürchte, dass er irgendwann mal zu nahe kommen wird, aber jetzt hat er es noch nicht geschafft. Gjal. Ich spreche es halt mal so aus. Keine Ahnung, ob man es wirklich so ausspricht. Umsprachlich die Zeckenschleuder. Oder Overlord oder whatever. Er wurde ja auch genervt, genauso wie die Seeker. Also die waren ja zu Beginn, wo ich es durchgespielt habe, waren da ein bisschen nerviger. Aber sind trotzdem nicht zu unterschätzen, die Dinger. Wow. Wenn er mich angreift, dann habe ich nicht mal eine Armbrust oder eine Fernkampfwaffe, um ihn zu erledigen. Oder ein bisschen feels bad. Auch hier, ich sag's nochmal, die Jotunbläschen könnte man viel näher aneinander bauen, aber hat keine Notwendigkeit, finde ich, weil da bekommt man so viel raus, das ist wurscht. Aber darf ja jeder so machen, wie er will. Immer so gefährlich nahe, der Gjal. Ich meine, der eine Soldat, der ist da hinten eingesperrt, der kommt nicht raus. Wurscht. So. Jetzt das Zeug, was wir eigentlich brauchen, weil die Hühner haben Hunger. Kann man den Jotunbläschen eigentlich auch in die Hühner verfüttern? Müsste ja auch gehen, oder? Ooh, pretty foggy.
Also sehen tue ich gleich 0, gell? Nachtmodus an, Brille auf. Ah, fuck it. Ah. Oder Augenschonmodus besser. Gesundheit. Mal schauen, ob die wasted sind oder ob es noch geht. Wasted. Wasted. Was ist das? Ich möchte mal schauen, ob die Jotunbläschen ob wir den auf den Hühnern verfüttern können. Sollte ja normalerweise gehen. Ansonsten haben wir langsam eine Gerstenkrise. Ja. Ich denke, Rüben und so ein Zeug kann man auch ohne weiteres verfüttern. Sicher bin ich mir jetzt nicht, aber es sollte gehen. So. Wir haben jetzt, soweit ich weiß, überhaupt nichts mehr da an Ressourcen, gell? 3 Steine, wow. Nope, du hast halt noch Holz, aber keine Steine mehr, ja. So, mal schauen, ob die Viecher die Jotunbläschen fressen oder ob sie davon sterben. Ja. Gut, 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 gut. No reaction. Wahrscheinlich um einen mich da zu finden. Ja. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. So, die Hühner scheinen nicht allzu begeistert zu sein.
Ja, nee, das juckt sie überhaupt nicht. Das juckt sie überhaupt nicht. Ja. Frage. Ja gut, in meinem Sterben tun die Viecher nicht, wenn sie Hunger haben. Die sterben ja nicht. Das Einzige, was halt ist, sie legen keine Eier mehr. Weil ich das bis jetzt gesehen habe oder verstanden habe. Und da wir relativ gut bestückt sind mit Eiern, halt. Da wir relativ viele Eier in unseren Taschen haben, sagen wir es, nennen wir es so. Ja, okay. Alle einverstanden? Gut. Brauchen wir da jetzt auch nicht unbedingt so viel Gerste rüberpacken. Schade, weil das Zeug lässt sich relativ schnell farmen, muss ich sagen. Also mit Gartenarbeit, versteht sich. What we got here? We got nothing here. Siehst, Angeln wäre auch so ein Projekt, was wir mal angehen müssten. Mit kleinen Fischen angefangen, selbstverständlich. Weil da arbeitest dich ja quasi auch von Tier zu Tier. Weil du dann eben die Köder machen musst mit gewissen Fischen. Damit du andere höherrangigere Fische fangen kannst. Geil, also. Ziemlich geil. Ziemlich geil. Okay. So. Jo, dann heißt es wieder Steine kloppen, ne? Weil hier läuft mal gar nichts ohne Stein. Es ist relativ schnell verklaubt hier. Ich finde, so schlecht schaut es nicht aus. Da muss man ein paar Abstriche machen, aber muss noch ganz passt das schon, würde ich sagen. Eventuell ein paar Balkone hätten gut getan. Also mehr Balkone. Vielleicht hinten raus. Ich da noch einen mache. Eine Option. Hier so raus irgendwie, weil da ist sowieso leer. Oder vielleicht sogar ein Fenster. Was spricht gegen ein Fenster? Spricht da was dagegen? Also vor dem Stock. Könnte man auch machen. Irgendwas damit eine schöne Sicht auf die Dings da, die weite See haben. Passt schon. Passt schon, passt schon. Da sind wir schon zufrieden. So. Dann geht es jetzt weiter mit Steine farmen.
Das gute alte Steine kloppen. Wer kennt es nicht? Wer liebt es nicht auch? We all love it. Und ja klar, man kann auch in die Ebene gehen, die großen Felsen zerstören. Dürfte, glaube ich, sogar noch more satisfying sein. Aber hier lässt es sich auch relativ entspannt farmen und das geht auch relativ zügig, muss ich sagen. Bären. Wimbern. Wenn wir es ja schon haben, dann setzen wir es auch auf. Keine Ahnung, ob sie was hilft, aber es wird sich herausstellen. Nixenschwanz, wo habe ich den denn jetzt her? In irgendeinem Fluss in der Nähe. Really? Wieder voll. Nice. Jetzt wollen wir da unten eben weiterbauen bei der bei den Abgang, also bei der Treppe da. Dann müssen wir schauen, wie wir die Ebenen gestalten werden, da wo im Endeffekt dann die
Schmiede, die Werkstätte, Zerne und der ganze Blödsinn halt hinkommt, was ich schon oft erwähnt habe. Da wollen wir dann einfach schauen, wie wir die verschiedenen Ebenen gestalten werden, ob wir verschiedene Höhen nehmen, ob wir alles auf die gleiche Höhe machen, ob ich eventuell zuerst die Wand, also den Festungswall, mal rundum ziehe. Also den ersten Festungswall, der was halt nur für die Burg selbst gilt, zum Schutz der Burg. Zum Schutz. Schauen wir mal. Ich glaube, ich werde zuerst die Wand ziehen, damit ich weiß, wie viel Platz ich zum Bauen habe. Weil dementsprechend muss dann halt die Idee und das ganze Zeug, die Gebäude an sich, ein bisschen kleiner ausfallen. Hello there! Jetzt leist.
Oh. Da war ja was. Ja, trifft sie hier gut. Gerade voll. Farmst du gerade Material für den Bau? Yep. Genau so schaut's aus, ja. Oh, ein Haufen Steine, damit ich eben vorne weitermachen kann. Ja. Ja, es ist sehr chillig. Also da, wo ich gerade bin, das ist das Grasland, heißt es. Der Bereich ist das Grasland. Das ist das erste Tier, also erste Schwierigkeitsstufe sozusagen. Da ist alles brutal entspannt. Da passiert meist nichts Aufregendes. Beziehungsweise generell passiert jetzt schwer noch was Aufregendes, weil ich doch halt schon relativ stark bin. Schon ab und zu mal solche Kumpel vorbei. Aber mit denen ist gleich mal ausgeredet. Yay, Spitzhacke Stufe 75. Mehr Damage an Stein und Erzen. Aber schnell ab und abbauen. Waren das die Wannabe Goblins? Nee, nee. Das sind, ja, Graulinge, Grauzwerge. Das sind einfach nur so Waldwesen. Halb Baum, halb Stein, halb Harz und so ein Shit. Wie gesagt, das sind die ersten Gegner. Die können nicht wirklich viel auch dazu sagen. Die also töten, bevor es Eier legt. Ja, so in der Richtung, ja. Genau so schaut's aus.
Das ist das Holz, ne, der Stein, gell? Ja, und jetzt ist eben, wie gesagt, mal entspannt farmen dran. Den Stein holen und dann werden wir wieder ein bisschen weiterbauen. Auf meinem Berg ist hier gerade ein Schneesturm, also ist eh nicht allzu empfehlenswert, da jetzt raufzugehen. Beziehungsweise wir sind ja wohl safe vor dem Schneesturm, aber man sieht halt nichts. Schnee, wie hier im AL, nur bleibt er nicht liegen. Umso besser wird es morgen nicht glatt. Ja. Bei uns ist es auch so. Es ist schneit wohl ein bisschen, aber ja, die letzten Tage, wo Schnee kam, es war einfach zu warm. Da ging gar nichts. Blieb nichts liegen. Und wurde eigentlich sofort zu Matsch, weil es viel zu warm ist. Normalerweise die Jahre davor hatten wir dann immer einen Haufen Schnee, aber ja. Hey, my friends! Da steh dich, du dumme Sau. Ah. Gut. Jetzt eigentlich dann im Kater im Kopf. geht ganz gut. Also der ist eigentlich schon wieder. Der ist eigentlich schon wieder weg. Vielleicht noch ein bisschen. Kleine Nachwirkungen, aber sonst ist nicht wirklich mehr was da. Hey, Crazy! Jetzt schaut sie wieder rein mit ihren süßen Emotes. Kater ist so gut wie gegessen. So. Aber das war schon ein hartes Stück. Boah. Also, wenn man nicht regelmäßig trinkt, dann. Uff. Dann haut einen das schon um. Dann hau ich mich mal aufs Sofa und lurke beim Bauen zu. Ja, gerne. Danke dir. Danke, danke fürs Reinschauen. Freut mich sehr. Jetzt haben wir dann eh genug Steine. Die Runde beende ich noch, dann werden wir wieder ein bisschen was weiterbauen. Sollte bis dahin auch wieder Tag werden, dann sehen wir auch was. Also alles gut.
Wer? What the fuck war das? Spezialangriff. Geil, habt ihr das gesehen? Mörderisch. So, genug rumgespielt. Stretchy, stretchy. So, jetzt wollen wir den Schrott wieder verstauen. Ahnung, wo wir das alles unterbringen sollen. Zum Beispiel. Flash. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. Eine Runde reparieren. Ich sollte vielleicht mal ein Bett hier aufbauen, was? Wäre kein Fehler. So, jawohl, wieder voll. Jawohl, it's voll. Ja. Okay. It shall be day. Bring the light. Bring the lights out. Draußen Schneesturm. Geil. Das ist voll geil. Oder? Kein Schneesturm? Auch gut. So, da sind wir stehen geblieben. Hey. Okay.
Ihr Problem, gell? Das ich will nicht snappen, fuck you Problem. Ich will nicht snappen, so wie du das willst, Problem. Sagen wir mal, der Schatten hat immer so hingeschissen aus. Gekackt. Aber ja, was soll man tun? Man hat da leider Gottes keine andere Option dafür. Die ist, wo die ist. Be good boy. Ich hoffe ja, dass sie da irgendwann mal bessere Möglichkeiten einbauen, damit man das eben ja schöner zumachen kann, ohne dass du so eine dämlichen Überbleibsel hast oder so eine Verschleißungen, Schmelzungen, so eine komischen. Verschleißungen. Okay. Aber die Steine gehen auf alle Fälle dahin, gell? Also. Allzu viel ist da nicht. Hm? Schweineteuer, so eine Festung. Ah ja, gut, da müssen wir eine Treppe runterbauen, haben wir gesagt, gell? Sturm. Ist ja nicht, was? Vielleicht doch lieber anders. Warte mal.
If you and your mom and your sister and your friend, würde dann so aussehen, okay? Und dann im Endeffekt so machen und sehen würde, gell? Aber eine Säule lässt sich doch besser reinstellen, oder? Da besser reinschummeln. Kann man das verzeihen? Ich glaube, das kann man so lassen. A few. Oh, passt. Oder übel, gell? Es sieht gut aus, aber dass man keine runden Steine hat. Ja, wie gesagt, das Game braucht auf alle Fälle noch mehr Optionen. Da müssen sie nicht so viel machen.
Aber ja, es wird dann auch alles. Wie gesagt, es ist eine kleine Truppe, die da im Prinzip beisammen ist. Dementsprechend dauert es dann länger. Alles so verschmelzen lassen. Gar nicht wegreißen müssen. Hey, fuck. Na, schaut noch beschissen aus. Das geht so nicht. Gerade lassen. Ich meine, du hast dann Marmor und solche Sachen. Da hast du dann halt runde Säulen und so. Da gibt es schon Optionen. Da gibt es halt schon Optionen und es werden ja immer mehr. Und ich sag mal, es gibt da auch einige Mods, die du spielen kannst, die extrem gut sind. Also zum Beispiel, der erste, was mir einfällt, ist so ein HD-Mod, wo halt alles auf HD ist, damit es ein bisschen schöner ausschaut. Und es gibt dann auch welche mit mehr Bauoptionen zum Beispiel. Also da sind die Modder natürlich wieder ein Wahnsinn. Also was die doch alles raushauen schon wieder, das ist krass. Aber ja. Ein gut Ding braucht Weile. Ich denke, wir müssen es leider so lassen. Wird nicht besser. Du hast Fail. Auch Fail im Prinzip. Ja gut, ich meine, so ist es dann wenigstens zu, gell? Ja. Was soll man tun? Alright. Also wir könnten hier ohne weiteres wieder so eine Holzkonstruktion raufbauen. Mit Geländer und drum und dran. So wie oben halt. Werden wir vermutlich auch machen. Die Modder Scene ist eh der Hammer. Ist echt interessant, was da alles geht. Also in vielen Spielen atemberaubend. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn, was die so drauf haben. Das siehst du ja auch bei einigen Spielen. Da wurde durch Mods, weil eben das Spiel so beliebt war, es wurde halt komplett neu erfunden quasi, das Spiel, durch die Mods. Und damit hält es sich halt am Leben, gell? Also ich denke da zum Beispiel auf Skyrim. Skyrim hat sich irrsinnig lange am Leben erhalten, weil da eine gewaltige Mod-Community dahinter stand, gell? Und was die da alles rausgehauen haben, das war Wahnsinn. Natürlich, das erste, was kam, war ein Nude-Mod, aber das ist eh normal. das ist... Wenn das Spiel anfängt zu existieren, da kannst du dir sicher sein, dass sofort ein Nude-Mod draußen ist. Also ein Nackedei-Mod. Das ist immer das Gleiche. Da sind so viele Schweinchen unterwegs, das ist unglaublich. Mir gefällt das. Aber das Lighting ist beautiful, finde ich. Ich mag das Lighting. Finde ich schön. So. Loot. Wollen wir nur Scum spielen? Scum? Kenne ich gar nicht, was ist das?
Oh no. Ist genug Bodenkontakt? Maybe. So, wie weit fahren wir runter mit der Treppe? Das ist jetzt. Das ist jetzt nämlich die wichtige Frage. So, ausruhen. So was wie Day Set, man ist glaube ich ein Häftling auf einer Insel Survival, Base Build Shooter, auch sowas in der Art. Okay. Da geht's voll zur Sache, oder was? Geil. Mal gleich mal anschauen. Jawoll. Wir müssen dann schauen, wie wir die Wall ziehen werden. Ja, müssen wir schauen. Wird uns schon was einfallen, wie wir die Wall im Endeffekt ziehen. Wow. Muss vor allen Dingen ein Kochmeister haben und seine ganzen Nährstoffe im Griff zu haben. Aber kannst dein Gehänge klein machen oder Longdong silbermäßig und bei den Frauen kannst du die Hupen klein und groß machen. Man kann zu- und abnehmen, man kann. Muss sich aber nicht rasieren. Bart und die Haare wachsen mit und so weiter. Okay. Das klingt ja spannend. Das klingt ja voll spannend. War klar. Klar. Was? Okay. Ja, super. Da, wo wir angefangen haben. Aber wir haben Bodenkontakt. Ja. Sollte halt. So. So.
Frage ist, wie ziehen wir die Wall? Ziehen wir sie knapp hier vorbei? Oder soll ich einen größeren Bogen machen? Quasi im Schneegebiet noch. Beziehungsweise da unten ist ja schon Grasland. Ach, und es gibt bestimmte Gebiete mit bestimmten Dingen, die dich nicht mögen. Ich möchte nicht spoilern, aber neu dazu gibt es eine Area wie Tschernobyl. Okay. Das klingt ja pretty scary. Also so ein Zombie-Survival-Game, oder wie? Zombie. Ich könnte mir vorstellen, hier noch ein kleines Podest zu machen, so wie oben, nur halt kleiner. Dann dementsprechend die Treppe Richtung hier raus enden lassen, in den Haupthof sozusagen. Dann hier langsam anfangen, Gebäude zu gestalten. Dann ist wie gesagt die Frage, wie ziehen wir die Wall? Ziehen wir die Wall eher knapp vorbei, also wirklich ganz knapp hier vorbei, wobei wir hier wahrscheinlich aufschütten werden, ich weiß es noch nicht, müssten wir dann hier lang gehen, damit wir doch schön im Gebirge sind, da ist schon Grasland, okay, da ist Gebirge, ja, also dann müsste ich hier mit der Wand, okay, dann müsste ich hier mit der Wand anschließen, bei der Wand. Maybe ein bisschen aufschütten. Dann ist der Bereich aber ungenutzt. Ja, ziehen wir mal sporadisch die Wand, dann sehen wir eh. Ja, könnte man so sagen. Valheim sieht wirklich echt cool aus. Er wirkt auch mega entspannt. Die Ingame-Musik würde ich zum Einschlafen nutzen. Ja, die ist schon fein. Ne, es ist auf alle Fälle ein schönes Spiel. Es spielt sich wirklich entspannt. Das ist ganz klar von Farming dominiert, das Game. Und das Wichtigste ist halt, du musst dich hochgehen, damit du das nächste Tier überhaupt schaffst, also die nächste Schwierigkeitsstufe, wenn du so haben willst. Weil die Idioten können dich ganz gut mal one-shotten, wenn du einfach in die nächste bessere Schwierigkeitsstufe gehst, sozusagen. Oh ja. Du farmst halt so entspannt dahin und wirst halt immer stärker, baust ein bisschen deine Skills aus. Ich denke mal, dass die auch noch überarbeitet werden, aber sie funktionieren zumindest schon mal nicht so schlecht. Wenn man zum Beispiel Bogen hernimmt, Bogenschießen ist am Anfang der totale Horror. Du hast einen kompletten Scheißbogen, den hast du wirklich nur so irgendwie zusammenzimmerst. Mit denen musst du irrsinnig hoch zielen, damit du überhaupt was triffst, damit der Pfeil richtig fliegt. Aber wenn der Skill höher ist, dann zielt er schneller. Also das muss man sich so vorstellen, du fängst an die Sehne zu spannen und dann verengt sich der Kreis, also dein Visier, und dann feuerst du. Ne? Und am Anfang dauert es ewig lange, bis du mal den Bogen gespannt hast bzw. gescheit gezielt hast. Ja? Später hinaus, wenn der Skill irrsinnig hoch ist und du bessere Bögen hast, geht das wahnsinnig schnell. Also du kannst wirklich, wenn du dich auf eine Waffe spezialisierst, irrsinnig stark damit werden. Selber mit Holzhacken, je mehr Bäume du hackst, desto mehr Schaden machst du an Bäumen, desto schneller geht's mit Holzhacken, ganz klar. Ja, Standardsachen im Prinzip. Aber ich denke, da werden sie vielleicht auch noch was machen mit den Skills, eventuell sogar Attribute einfügen, was mir nicht so schlecht gefallen würde. Aber das ist halt immer eine Frage des Balancings dann, weil das Balancing wird dann halt extrem schwer, das ist auch klar. Aber ja, mal schauen, was ihnen da noch alles so einfällt. Also ich finde halt auf jeden Fall, dass es eine Empfehlung wert ist. Wahnsinnig entspannt zu spielen und ja, schönes Game einfach. Schönes Game, das
noch nach Verbesserungen verlangt, aber sie sind ja dran. Sie machen ja weiter, also so ist es ja nicht. Bogenschütze wäre schon interessant, aber ich bin eher der rasende Barbar. Zwei Äxte und dann ruft er. Ja, zwei Einhandwaffen geht leider noch nicht. Ich meine, ja, stimmt ja nicht. Es gibt Dolche, das sind zwei Einhandwaffen, aber es gibt noch keinen wirklichen zwei Dual-Wield-Skill oder sonst was. Das gibt es leider noch nicht. Es gibt natürlich fette Zweihandwaffen, aber wie gesagt, alles noch ausbaufähig. Was sie sind dran. So. Wir gehen auf. Jawohl. Ja. Ich finde das Bausystem in dem Sinn super interessant, weil du musst schon ein bisschen die Statik beachten. Es ist natürlich nicht 1:1 Real Life Statik, was du da hast, aber es ist doch recht gut. Oh no! What's up, my boy? What's up? Wer? Alter. Ganz dicht bist du nicht, was? So. Nein, Axt direkt auf den Schädel reicht auch. Ja, so schaut's mal aus. Hello there. So, what do you want? Wanna die, huh, bro? Wanna die? F you. And your mom, and your sister, and your younger son. Könnte man machen. Oder nicht, weil ich oben stehe, gell? Weil ich oben. Ah. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ja, ich brauche eigentlich schon. Ich brauche eigentlich schon zwei. Das ist wieder zu groß, wenn ich da jetzt.
das muss ich kleiner machen. So, was habe ich verpasst? Alles! Alles crazy! Wurde von zwei Skeletten angegriffen. Die haben mich beinahe geone-shottet. War ein amazing, amazing Fight war das gerade. Und du hast ihn verpasst. ja. Ne, also nicht vieles. Ich baue jetzt gerade den Shit da. Das mache ich jetzt ein bisschen anders. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Von Ausschauen her. Oh yeah. Erstmal looky looky. Hühner haben auch Spaß. Oben in der Festung. Läuft. So, das heißt, ich muss hier dann die Treppe gestalten auf diese Ebene runter. Komm mal da ran. Sieht das aus? Ich glaube fast nicht, was? Die Geräte waren mal richtig auf Koka. Vollkommen von Sinnen. Ja, Mann. Wir hatten fast meinen Hirsch erlegt. Sieht mal gar nicht. Yeah, Mann. Das Dingo. Normalerweise müsste es sich ausgehen, wenn ich das jetzt nicht, wenn ich mich da nicht so verrechnet habe. Ja. Verrechnet? Ja. Am I stupid? Na gut, dann müssen wir halt wieder ein bisschen schummeln. Aber macht nichts. Ich bin einmal Lurk. Ah, alles klar. Schaut's aus, Crazy. Probierst du es nochmal mit live gehen? Genau, der arme Hirsch. Willst du nochmal live gehen, Crazy? Jupp, mein Vorhaben. Cool. Mal gleich mal rein Lurk. Yep. Beautiful. Das. Sau lecker war's. Sehr gut. Wo haben wir sie denn? Twitch. Twitch. Ich glaube, ich kann dich gleich auf zwei Dings lurken. Warte mal. Schon online? Schon online. Yes, da ist er. So. Hallo, hallo. Mütze kurbeln für einen guten Zweck. Die Mützen werden an den Marienkäfer in München gesendet für Obdachlose und Bedürftige.
Sorry, Mikrofon ist aus, da die Maschinen einfach zu laut sind. Chattet bitte mit mir. Hallöle! Da ist der Earl Grey auch schon da. So. Tab stumm schalten und sie auf Ding. So. Passt. Ja, für jeden, den es interessiert. Liebe Crazy macht eben für wohltätige Zwecke ein paar Mützen. Relativ cool, was da alles entsteht. Und wen es interessiert, in ihren Infos steht natürlich einiges über sie selbst. Warum alles so ist, wie es ist. Die Gute hat es nicht immer so einfach. Ah ja. Ich schaff das schon. Starkes Mädel. So. Kann ich das machen? Klar kann ich das machen. Kann ich eigentlich. Eigentlich kann ich einen großen auch verschwinden lassen, oder? Klar. Das ist zu auffällig. Ich meine, es sind doch ein paar Zentimeter, gell? So wird es mir besser gefallen. Ja. Da müssen wir dann sowieso wieder die Treppe nach unten gestalten. Vor links. Also Earl, weil du gerade vielleicht reinschaust oder doch was hörst, bei Crazy, die Kurbel da, was er da hat, das ist eben so ein Kurbelding, womit eben Mützen gemacht werden. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht gesehen. Das ist mal verdammt interessant. So. Okay. Wir gehen wieder von den Stufen aus. Witzig. Bevor. Wollen wir da einfach schon früher anfangen mit der Treppe? Dass wir da einfach so rauskommen.
Treppe. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, es ist nicht. Es ist nicht gut. Wir Verrückten. Warum? Was haben wir gemacht? So. Mit Stones. Und schon haben wir wieder die ganzen Scheißsteine verklaubt. That's amazing. Ah. Was gut, Buff holen. Den ganzen Kopf wackeln kann man mal crazy werden. Joa. Lol. So. Jetzt weiter. Ah, so ein Federumhang ist schon was Feines, gell? So, ich glaube, es ist schlauer, wenn ich hergehe und was schöner. Halt! Ah, da. Ich glaube, es ist besser, wenn ich... erhöhen. Muss nicht sein. Da werden wir weiter pflastern. Pflaster. Ups. If you, your mom and your sister, you're dead. Good. Das schaut sogar noch besser aus als gedacht. Jawohl, sehr schlau. Minuten eine Mütze. 15 bis 20 Minuten. Nice. Und zwar könnten wir ab hier starten. Wäre das.
Ich meine, wir müssen uns dann sowieso für eine Höhe entscheiden. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich aufschütten. Was ist, wenn ich einfach, so wie ich drüben gefahren bin, ganz am Rand? Ja gut, das ist eigentlich gar nicht ganz am Rand, gell? Ah. Eigentlich so. Fehlende Ver. Da geht's dahin mit den Steinen. So. Wir könnten auf diese Höhe aufschütten. Oder wir fahren generell noch eins tiefer. Aber es würde passen, da mal 1, 2, 3, 4 Stufen. Da mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen. 1, 1, 2, 3, 5, ja eben. Da mal 5 Stufen, da mal 1, 2, 3, 4 Stufen. Wenn wir da dann 3 Stufen machen, dann schaut das so aus, als ob wir das geplant hätten, gell? Dann würde das fast so ausschauen, als ob wir es geplant hätten. Von groß zu mittel zu klein. Ich müsste dann auch nicht so viel aufschütten, eher nach unten graben. Mir ist gerade wieder was in den Kopf gekommen. Ist mir gerade was in den Kopf gekommen, geschossen. Geschossen. Gestaltet sich so schwierig, glaube ich, gell? Nö.
Oh, hello there. Ich muss da nur mal kurz was probieren. Was ausschaut. Da haben wir immer einen Überzahn, gell? That's pretty kacke. Außer ich mache das so. Mal gleich was hinzaubern, wartet mal. Oh. Oh, man. Das wäre dumm. It was very stupid. Okay, Gemüse ist auch schon ready. Sollten wir nachher auch nochmal abfahren, zumindest die Gerste. Die Gerste werden wir noch brauchen. So, also das würde funktionieren, aber dafür müssen wir. Ein Podest bauen. So. Okay, das war ein.
Looking good, looking good. Ja, genau so. Komisch aus. Da oben noch einen platziere. Ich glaube, das lassen wir erstmal so. Schließt auch schön, das ist schon mal gut. Ja, dementsprechend dann aufpassen. Wird jetzt ein bisschen bissener werden. Ah, geht. Geht. Mega cool, das mit den Mützen. Ja. Sau stark. Das ist sau stark. Das ist sau stark, was die liebe Crazy da macht. Ey, das schaut gar nicht so blöd aus. Ja, ich glaube, das können wir so lassen. Da bin ich mir nicht sicher, weil da hast du so eine komische Einkerbung, das ist irgendwie dämlich. Das ist irgendwie wirklich dämlich. Hier, dann steht das ziemlich da rein, gell. Stört das? Das stört eigentlich nicht so, oder? Und ich denke, da verkleiden wir einfach mit Holz. Da wollen wir vielleicht irgendeine Holzverkleidung machen.
Your spaß at Earl Grey. Soulish is watching you everywhere. Ui, ui. Da kommt er, der Spion. Der Spion ist in the house. Jetzt hat er dich erwischt, Earl Grey. Jetzt hat er dich erwischt. So. Es ist halt das Ding, ich bin mir noch nicht sicher, was da hinpassen würde. Also im Endeffekt sagst du, ja gut, da ist jetzt die, das ist jetzt das Näheste, was du an die Burg ranbauen kannst, hier willst du die Stallung haben. Eine Stallung ohne Pferde ist zwar ein bisschen dämlich, aber ja, ihr fühlt, was ich meine. Ich glaube, ihr fühlt, was ich meine. Mach ja keinen Baufehler. Nee, nee, kennst mich ja. Kennst mich ja, sonst wird es halt wieder 100-mal abgerissen und neu aufgebaut. So wie es sein soll. Ja, was würdet ihr sagen? Was würdet ihr hier hinbauen? Das ist ja im Endeffekt der Eingang zur Burg. Das ist der Eingang zur Burg. Beim Eingang zur Burg willst du eigentlich... Ja gut, warte, eigentlich ist die Stallung immer vorne draußen, gell? Eigentlich ist die Stallung immer vorne. Darkness cool, mag ich auch oft. Oh, damn. Was ist das? What is she talking about? Ja, aber was würdet ihr sagen? Was würdet ihr hier hinklatschen? Natürlich muss hier mal eingeebnet werden und ein bisschen gebaut werden. Aber man könnte hier auch eine kleine Schmiede herklatschen. Würde ich sagen. Würde auch nice reinpassen. Eine Schmiede. Bei der Burg. Garten oder ein Feld. Schweinchen oder genau eine Schmiede. Ich weiß nicht. Ein Garten spielt sich nicht wirklich, weil hier ist ja Gebirge. Und in Gebirge kannst du nichts anbauen. Daneben rundum ist Grasland, dann das machen wir dann in der Stadt oder in der Hafenstadt unten. Da werden dann auch irgendwie Bauernhöfe und so weiter hergeklatscht.
wollen das mit formatieren. Ah, Schmiede, 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 Schmiede. Also was einmal klar ist, von der Funktionalität her wird natürlich ziemlich viel oben in der Burg selber gebaut. Das spricht, die ganzen Werkbänke und alles drum und dran wird oben reingeklatscht. Aber ich will hier einfach für den Stil, für den Style so eine kleine, ja, kleinere Gebäude machen. Und dementsprechend, was haben wir da hin? Da unten könnte ich mir so eine Art Schießstand, ein Trainingsgelände vorstellen. Jetzt natürlich Schneesturm, jetzt sieht man natürlich einen Scheiß was, aber ja. Das sind nicht die Gebirgstomaten. Ah, ja klar, die, ja, ja, weiß ich schon. Ich bin jetzt wo? Bei. Send. So. Wir werden mal die restlichen Steine holen, dann unten einfach aufschütten. Wow. Okay. Das ist nicht allzu viele Steine. Well, dann haben wir aber wieder Steine farmen gehen müssen. Aber da haben wir zumindest mal den Ausgangspunkt, auf den wir hochgehen werden. Hi. Wo denn eine Ebene? Das ist zu low. Yeah.